der Politik. Die Linke waren am Anfang dabei und haben die Anstoß gegeben für diese alternative Wohngipfel. Und ihr habt auch die Möglichkeit, ein Meinungsbild zu diesem Beitrag live zu geben. Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Karen Ley, ich bin die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier sprechen darf und ich bin begeistert, dass ihr alle da seid. Ich glaube, als wir vor ein paar Wochen relativ kurzfristig angefangen haben, diese Proteste zu organisieren, da ahnten wir noch nicht, dass es so ein großer Erfolg wird. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Und insbesondere will ich mich bedanken bei allen, die es heute organisiert haben, insbesondere bei den Aktivisten, die das ehrenamtlich machen und bei den vielen Mieterinitiativen, die es mitorganisiert haben. Vielen Dank dafür, das ist unglaublich viel wert, dass wir heute unseren Protest auf die Straße tragen. Ich bin seit über 8 Jahren im Bundestag und seit über 6,5 Jahren mache ich, auch aus eigener Betroffenheit, Mietenpolitik. Und seit über 6 Jahren sind wir mit jedem einzelnen Vorschlag zur Verbesserung der Mieterrechte bei dieser Regierung auf Granit gebissen. Und jetzt, wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, will Frau Merkel, will Herr Seehofer uns glauben machen, dass sie verstanden haben. Das ist doch lächerlich. Die haben gar nichts verstanden. Und das sieht man ja schon an der Zusammensetzung dieses Gipfels. Da stehen 11 Vertreter der Immobilien- und Baulobby, ein einziger Vertreter der Mieterseite gegenüber und der hat eine Redezeit von 1 Minute. Das ist kein Wohngipfel, das ist eine steuerfinanzierte Showveranstaltung und das lassen wir so nicht stehen. Und Frau Merkel, ich habe das Gefühl, Sie wissen überhaupt nicht, was in diesem Land los ist. Während Ihrer Regierungszeit, da sind Hunderttausende aus ihren Wohnungen geflogen. Da haben sich die Mieten in vielen Städten um 20% und 30% gestiegen. Über 70% der Städte haben Angst, aus ihren Wohnungen zu fliegen. Ich meine, das versetzt die Leute doch in existenzielle Ängste. Und Frau Merkel, so schwer ist es nicht. Vielleicht kommen Sie einfach mal raus aus dem Kanzleramt. Sie müssen nicht weit gehen. Hier vom Hauptbahnhof oder da drüben im Tiergarten. Da schlafen nachts die Leute auf der Straße, auf Parkbänken und in Zelten. Die Obdachlosigkeit, die erreicht Rekordwerte. Und das ist einfach nur eine Schande für so ein reiches Land. Und das ist alles nicht vom Himmel gefallen. Das ist das Ergebnis einer Politik, die das zulässt. Einer Politik, die beispielsweise zulässt, dass der Wohnungsmarkt immer mehr in die Hand von großen Konzernen geraten ist. Wir haben als Linksfraktion 2 Studien gemacht. Eine zu Deutsche Wohnen, wo heute viele da sind. Eine andere vor ein paar Tagen zu Vonovia. Das Ergebnis: 640 Millionen Euro Dividende für die Aktionäre. Und der Vonovia-Chef, ratet mal, welches Jahresgehalt er sich gönnt. 5,6 Millionen Euro in einem Jahr. Das alles auf Kosten der Mieterinnen und Mieter. Ich kann nur sagen, diese Spekulation mit Wohnraum auf Kosten der Mieterinnen und Mieter, die muss endlich ein Ende haben. Das, was die Regierung da drüben bespricht, ist nicht die Antwort auf die soziale Frage in den Städten. Das Baukindergeld beispielsweise, das wird dazu führen, dass auf dem Land mehr Eigenheime gebaut werden. Das heißt aber auch, dass die Krankenschwester in München dem Zahnarzt auf dem Land mit ihren Steuergeldern sein Eigenheim finanziert. Das hat mit einer sozialen Wohnungspolitik nichts, aber auch gar nichts zu tun. Oder nehmen wir die sogenannte Sonder-AFA.
eine Steuerabschreibung ohne Mietobergrenze. Das ist doch ein einziges Geschenk an die Immobilienlobby. Wir brauchen keine Steuergeschenke, sondern einen Neustart im Sozialwohnungsbau. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. Das muss in Zukunft gelten. Und was wir auch brauchen, das ist ein öffentliches Wohnungsprogramm. Ein öffentliches Wohnungsprogramm in Gemeindewohnungen nach Wiener Vorbild. Dieses Mini-Reformchen der Mietpreisbremse, das ist doch wirklich ein Witz. Davon sind maximal ein paar tausend Mieter im Jahr betroffen. Wir brauchen einen echten Mietendeckel ohne Ausnahmen. Und ja, es ist die Modernisierungsumlage, die die Leute aus den Wohnungen verdrängt. Und deswegen sage ich, diese Modernisierungsumlage, die gehört abgeschafft. Ein letzter Punkt. Wir erleben eine Aufweichung des Kündigungsschutzes durch Gerichtsentscheidung, der ist einfach sagenhaft. Und deswegen brauchen wir einen besseren Kündigungsschutz. Und im Regierungsentwurf findet sich dazu kein einziges Wort. Da muss noch was gehen. Hier muss noch mal nachgebessert werden. Und eines, Frau Merkel, das verspreche ich Ihnen. Die Demonstration in München vor letzte Woche, die Demonstrationen in Hamburg, in Erfurt und in Leipzig und wir heute hier, das ist erst der Anfang einer bundesweiten Mietenbewegung. Und ich sage Ihnen, wenn Sie nicht nachbessern, dann kommen wir wieder und dann werden wir mehr sein. Wir lassen nicht lockern, bis wir endlich zu einer anderen Mietenpolitik kommen. Einer Politik, die aus dem Standpunkt der Mieterinnen und Mieter gemacht wird. Wir werden weiterkämpfen, zusammen gegen den Mietenwahnsinn. Vielen Dank. Danke, Karen Ley.